Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin Lucida und begrüße euch zu einer weiteren Runde Osttriff. Wir haben wieder mal Nagelmangel. Wir können unsere Brücken nicht fertigstellen, die wir letztes Mal angefangen haben, weil wir kein Eisen mehr haben. Und das soll heute unser Ding sein. Wir wollen heute wieder Eisen bekommen und diese Brücke hier fertigstellen. Wir haben in den letzten Folgen angefangen und auch beendet, hier Steine abzubauen. Das ist auch schon fertig. Wir hatten hier ein Steinlager und das ist jetzt weg. Und jetzt haben wir hier so eine Exklave, so ein kleines Außenbereich des Dorfes, das nicht mehr wirklich genutzt werden braucht, weil die Steine weg sind. Das ist komplett sinnlos geworden. Ja, schade eigentlich. Wir lassen es jetzt erstmal so, weil die Leute können auch hier leben und arbeiten. Warum nicht? Also, wir haben ja mit Fischer. Das habe ich jetzt ausgeschaltet. Ja, doch, habe ich jetzt ausgeschaltet, weil es nichts mehr bringt. Und ja, also wir lassen die mal so. Ich habe mir aber überlegt, dass wir hier eine Brücke bauen und hier dann eine Farm hinstellen. Sag bloß, das sind die ja schon am Arbeiten. Unfassbar. Ja, und hier fehlen eben für die Brücke, für die Fertigstellung Nägel. Und die wollen wir heute bekommen. Gut, wir haben einigermaßen Geld. Mit dem Geld werden wir jetzt mal unsere Fühler ausstrecken in die anderen Dörfer um uns rum. Ich gucke gar nicht hin, was es kosten mag. Leider ist es zu teuer. 95 ist zu teuer. Sie spinnen ja wohl. 65? Ja, komm. Machen wir das mal. Und wir gucken, wer uns Eisen verkauft. Und dann kaufen wir Eisen. Und wir werden auch gucken, ob wir über die anderen Dörfer Leim beziehen können. Das ist das Zeug, was ich jetzt in letzter Zeit versucht habe herzustellen, was einfach irgendwie nicht klappt. Also ich weiß auch nicht, das ist alles ganz komisch hier. Wir haben ja diesen Leimkiln und da gehört unheimlich viel Limestone rein. Wir haben nicht so viel auf dieser Karte. Irgendwie, also das wird schnell alles sein. Wir haben nicht so viel. Und wir werden jedenfalls nicht wirklich Leim bekommen. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, das halt zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es da Boten gibt oder Dörfer gibt, die uns das anbieten können. Wir werden einfach mal gucken. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Da müssen wir uns halt auf das verlassen, was wir hier haben. Aber doch, da können wir eigentlich diese Leute alle rauswerfen. Also ich fände es wirklich sehr schade, wenn wir diese Produktionskette hier nicht wirklich nutzen würden. Aber es ist einfach zu viel. Hier wird einfach zu viel Leim benötigt, beziehungsweise Limestone. Wir haben nicht so viel und oh, da ist schon einer. Ja, es klappt einfach nicht. So, jetzt machen wir kurz ein bisschen langsamer, damit wir uns das in Ruhe anschauen können. Also, die bieten an. Leim! Immer her mit dem Leim. Ja, alles her damit. Oh, das wird teuer. Egal, wir brauchen das. Kohle bieten die auch an, sie bieten auch Schweine an und sie bieten auch Eisen an. Komm. Zack, her damit. Schon alles gekauft, was wir haben wollen. Wir gucken mal, ob die anderen Boten, die ja auch noch kommen, auch noch Leim anbieten und dann lassen wir das hier einfach. In Gottes Namen, wir lassen das jetzt einfach. Kann man das mal ausschalten, das Gebäude? Deaktivieren. Ein weiterer Bote ist angekommen. Und war das der? Merefa? Ne, den haben wir noch nicht. Okay. Sie bieten warme Klamotten an. Ja, die wollen wir selber machen. Und sie hätten gerne Leim. Ja, das hätte jeder gerne. Ich kann euch. Ach Mann, ey, ihr Trottel. Ich kann euch gerne Limestone anbieten. Davon haben wir noch ein bisschen was. Na gut. Okay, lassen wir das mal mit denen. Das war nix. Und, das hier machen wir jetzt aus. Okay, hier das Stone Mining Camp lassen wir mal an. Wir sollen von mir aus hier diese Limestones noch abbauen. Nach und nach, vielleicht können wir die irgendwie verkaufen oder was auch immer. Ja, gut. Okay, dann können wir wieder schneller laufen lassen und gucken, was hier passiert. Wir sind im März. Die Felder werden bestellt, gerade schon. Mehr oder weniger. Wunderbar. Noch ein Messenger. Wunderbar. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wer das war, der uns da Limestone verkauft. So, die verkaufen uns Eisen. Oh, Schafshaut! Sollen wir das auch mal einkaufen? Oh, ja. Ja, ich denke, wir sollten wirklich mehr kaufen. Aber, wenn ich jetzt die Schiebheiz. Die kaufen Schiebheiz, also Schaffelle, und verkaufen Schafsleder. Aha. Interessant. Also, sie verarbeiten nur. Gut, wir bieten denen unsere Schafwolle nicht an, weil wir die selber verarbeiten wollen, weil wir jetzt Leim bekommen. Aber es schadet vielleicht nicht, trotzdem ein bisschen Schafshaut
Also Schafsleder zu kaufen. Oh, das ist aber teuer. Das ist ja richtig teuer. So viel kann ich überhaupt nicht leisten. Kostet 1000. Oh! Okay, machen wir das mal so. Zack. Wollen die Kartoffeln kaufen? Nee, die behalten wir. Wir behalten eigentlich alles. Ja, wir behalten alles. So, das reicht jetzt. Also, wir haben vorhin Eisen gekauft bei denen hier oben. Nee. Da, bei denen hier oben links. Da haben wir Eisen gekauft. Das müssen wir uns merken, dass sie das anbieten. Und auch Leim, dass sie das anbieten. Oh ja, da steigt es an. Guckt euch das mal an hier. Also, wir sind gut in Leim anscheinend. Gut. So, jetzt haben wir noch einen. Auch die bieten Leim an. Ich gebe gerade mein ganzes Geld aus. Seht ihr das? So. Vielleicht können wir denen irgendwas anderes anbieten. Ah ja, haben wir nicht. Wir haben viel zu wenig. Sonnenblumenöl haben wir immer da. Ja, machen wir gerne. Das verkaufen wir denen. Oh, halt, stopp, da müssen wir mal gucken. Jetzt ist er schon weg. Hallo, ist eine Frechheit. Ich werde zum Elch. Sunroom-Öl ist schon drin. Aha, gut, das haben wir eigentlich immer eingelagert, weil das immer wieder gekauft wird. So, wunderbar. Passt, weg. Gut, ja. Da importieren wir gerade einiges. Okay, gut, also. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir vielleicht. Du meine Güte, vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben haben. Können wir dir vielleicht noch Klamotten anbieten? Oh, die kann man richtig teuer verkaufen. Ha ja, komm, machen wir das. Oh, müssen wir kurz gucken, dass da Klamotten drin sind. Halt, stopp, nicht so schnell. Jetzt, der kommt von der Kachi. Wo ist das? Von hier. Also müssen wir über Landhandel nachdenken. Das da. 500 Klamotten. Gut, temporär. Zack. Okay, weiter geht's. Wunderbar. Also wir gehen jetzt mehr auf Handel und Verkauf. Das Zeug, was wir nicht selber herstellen können, das kaufen wir jetzt halt in Gottes Namen, verkaufen alles andere, was so geht. Jo! Hier wird gerade abgeladen. Eisen. Das heißt, wir bekommen jetzt auch gleich wieder Nägel. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Schade, dass da keine Meldung aufpoppt, so von wegen. Das Zeug ist jetzt da, was ich bestellt habe. Da wüsste ich Bescheid. Okay, liebe Leute, es passieren unerfreuliche Sachen. Erstens, hier ist ein Handelsschiff angekommen. Das hat ja auch diese wunderbaren Schafs heute geladen. Aber hier ist niemand eingestellt gewesen, um es abzuladen. Ich werde zum Elch. Werfe den mal über aus. Komm, mach jemand. Oh Mann, ey. Und der Exportstock? Nein, nicht. Ja, das ist so bitter, ey. Jetzt kommen die mit ihren Schafshäuten da, Schafsfällen und können nicht abladen. Aber wir haben, ich habe auch eine gute Nachricht, wir haben irgendwie doch Quicklime bekommen. Da unten steht es, wir haben fast 10.000 Stück. Und ich dachte, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht mehr wieso, aber hier hat sie ja irgendwie, naja, es wurde alles aufgefüllt und am Ende ist nichts passiert. Und ich dachte, hey, wo ist denn jetzt dieser Quicklime hin? Und entweder ich habe ihn letztes Mal nicht gesehen oder er ist, weiß ich nicht, jetzt eben erst. Erschienen oder was? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Jedenfalls, wir haben Quicklime und aus Quicklime können wir hier im Limeworks Lime herstellen. Hier ist es auch schon. Und aus Lime können wir dann in der Tannery. Gott, das ist so kompliziert. In der Tannery, die ich jetzt gar nicht mehr finde. Ist es die hier? Nee, da weiß ich nicht. Die ist irgendwo. Da können wir dann Leder herstellen. So, und ich muss es jetzt suchen. Wo ist es denn? Okay, da ist es. Hier ist die Tannery, also die Gerberei. Hier ist auch gerade ein Batch drin. Da kümmern die sich jetzt drum. Sie gerben das bis Oktober. Aha. Ja gut, das dauert eine ganze Weile. Okay, und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber theoretisch müsste da eben auch Schafskin, Schafsfell, Schaf. Ah, ich dreh durch. Schafshaut rauskommen. So, was jetzt hier? Der wird immer noch nicht abgeladen. Oh, ihr macht mich irre. Ihr macht mich so irre, ey. Neun Frauen gucken nach dem Job. Moment mal, habe ich hier. Hier. Dann geh doch da arbeiten, Tante! Da steht, Frauen können dort arbeiten, aber sie tun es nicht. Ihr macht mich krank. Aber nur gleich schwimmt er wieder davon mit seinen Schafshäuten. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir jemand. Jetzt wird abgeladen. Oh, ein Glück. Oh.
Okay, es wurde aufgeladen, alles wunderbar. Und wir haben jetzt Schafshaut. Und aus Schafshaut müssten die Schneiderinnen, glaube ich, warme Klamotten herstellen können. Theoretisch. Textilien, Weber. So, hier. Also, hier haben wir jetzt Broad Cloth. Für warme Winterklamotten brauchen wir Broad Cloth und gegerbte Schafshaut. Und das haben wir jetzt. Theoretisch. Theoretisch haben wir das jetzt. Wir machen das jetzt aber voll, voll. Broadcloth haben wir hier. Gegerbte Schafshaut. Ja, haben wir gekauft. Sheepskin. Also ich denke doch, dass in diese Tannery, in die Gerberei, die Schafshides, also die Schaffelle reinkommen. Und die werden dann zu gegerbter Schafshaut. Und ja, also Sheepskin im Prinzip. Deswegen, ich weiß auch nicht. Entweder muss das hier erst fertig werden, ich weiß nicht genau, was da rauskommt. Ich denke Sheepskin. So steht es da, glaube ich, auch. Und es wird dann darüber gebracht zum Schneider. Aktuell macht er das aber nicht. Oder? Ja, oder weiß ich auch nicht. Wir haben hier Sheepskin. Wieso wird das nicht genutzt? Ich verstehe es nicht. Die machen mich irre. Ich werde irre hier. Ja. Habe ich irgendwas eingestellt, dass es nicht funktionieren soll? Sheepskin. Unlimited, aha. Theoretisch muss es funktionieren. Aber praktisch machen sie es nicht. Na gut. Wir gucken mal eben nach dieser Brücke. Da hinten ist die Brücke jetzt fertig geworden. Das ist schön. Die wird jetzt auch wunderbar genutzt. Und das Einzige, was sie jetzt gerade machen sollen, ist dieser Bauernhof. Da. Ja, dann haben wir eine weitere Farm und können weiter expandieren. Und ich würde sagen, wir bauen auch gleich wieder neue Häuser. Man kann nie genug Häuser haben. So. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war in den Kommentaren. Jemand meinte, wir können hier mit F1. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, wir können mit F1 das alles ein bisschen ändern. Das war das, was wir es theoretisch haben wollten. Also ist eigentlich schon ganz gut. So, jetzt haben wir da einen Eingang. Hier haben wir so Dinger, die man ziehen kann oder was? Ah! Ah! Damit kann man theoretisch die Grundstücke deutlich vergrößern. Ach, das ist ja cool. Ach, und innerhalb der Grundstücke können wir die Häuser auch setzen. Das ist ja cool. Mensch, vielen Dank für den Hinweis. Gut. Start Construction. Ja, wunderbar. Hervorragend. Super. Das ist ja richtig cool. Oh, Messenger ist da. Aus der Kachi. Da hinten. Die wollen kaufen. Aha. Kohle. Machen wir. Bringt es immer gut Geld ein. Oh, wo ist unser ganzes Geld hin? Wir haben ja kein Geld mehr. Minus 200. Ups. Sonnenblumen wollen sie auch haben. Ja, machen die auch. Okay, cool. Ah ja, haben wir auch wieder ein bisschen was. Klar, Motten kommen. Und den Rest haben wir selber nicht. Ja, super. Und ich glaube mal, Schuhe müssen wir eigentlich verkaufen können. Oh, die sind richtig teuer. Sollen wir mal 300 Schuhe verkaufen? Jawohl. Weg damit. Jetzt müssen wir schnell gucken, dass wir das da auch auffüllen. Schuhe. Da haben wir sie doch. Gut, Schuhe werden reingeliefert. Wunderbar. Ah, das wird wieder gut. Da kriegen wir wieder ordentlich Geld. Ja, jetzt läuft es richtig gerade irgendwie. Hier auf dem Felder läuft ja alles so, wie es gewünscht ist. Tannery läuft auch. Mal gucken. Ja, nur was ist mit den warmen Klamotten? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die holen es anscheinend nicht von hier ab, diese Schafshaut. Oh, liebe Leute, ein Kind wurde geboren. Das ist aber schön. Wir sind 120 Seelen hier in unserem Ort. Aber warum das nicht geht? Warum versorgen sie das nicht? Also hier steht Sheepskin drin. Also ist schon das richtige Sheepskin, aber sie holen es nicht, sie benutzen es nicht. Können sie das vielleicht hier nicht rausholen? Aus dem Trading Dock.
Ja, weiß ich auch nicht. Können hier sagen, es soll was verschoben werden? Make empty, aha. Na gut, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eigentlich nicht nötig. Normalerweise holen sie das Zeug ja hier raus. Warum auch immer sie das jetzt nicht tun. Wir können ja mal versuchen, das hier reinzumachen, in das Warenhaus hier. Sheepskin mal das rein, zack. 2000, so. Gut, mal gucken, ob sie das jetzt machen. Ja, jetzt wird's abgeholt. Und vielleicht holen sie das ja nicht aus diesem Trading Dock hier, die Schneiderin, sondern sie holen es vielleicht nur aus dem Warenhaus da hinten. Das ist. Gut, die Farm wurde beendet. Moment, was die steht ja. Achso, nee, die steht richtig. Okay, ich dachte gerade, hä? Die steht ja falsch rum. Gut, da setzen wir Leute ein. Wir setzen genauso viele Leute ein wie hier auf den anderen Farmen. Hire Options, das war genau gleich. So, jetzt theoretisch müsste jetzt hier gleich jemand arbeiten. Wir sind im Juli. Okay, da ist gerade keiner eingestellt. Gut, dann haben wir jetzt einen Flug. Oh, wir haben einen Flug geordert. Ja, okay. Jetzt machen wir erstmal die Felder. Jetzt haben wir ordentlich Platz dafür hier. Also Platz, so viel Platz ohne Ende. Ah, ein bisschen. So nicht ganz dicht dran. Wir machen die mal eher lang, die Felder. Zu lang? Echt? So. Was ist da los? Nicht aktiviert. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Machen wir gleich mal ein weiteres da daneben. So, die sehen alle gleich aus. Und noch eins. So, drei Felder. Wunderbar, damit unsere Leute auf jeden Fall was zu essen bekommen. Weizen, Weizen, Weizen. Na, das ist vielleicht nicht ganz so klug. Wir machen jetzt hier mal Sonnenblumen drauf, da lassen wir Weizen und wir können von mir aus wieder Kartoffeln drauf machen. So. Aktivieren wir das mal. So, wunderbar. Also, da wird ab nächstem Jahr wieder was losgehen hier. Was ist da los? Supply for Ochsen. Ja, wir haben überhaupt keine Ochsen. Die müssen wir erstmal dahin bringen. Ja, da können wir einige zum Ochsen machen. 4 Jahre, 3 Jahre, so. Theoretisch müsste da jetzt ein Ochse darüber ziehen. Ja, das kommt alles. Sehr gut, hier sind Leute zugewiesen. Was ist eigentlich, wenn ich sage, oh, wenn ich sage, außerhalb der Saison soll niemand hier arbeiten, dann versorgt auch keiner die Ochsen, oder? Das ist nicht so klug, glaube ich. Machen wir außerhalb der Saison nochmal einen drauf. So, damit die Ochsen auch versorgt werden. Gut, und wir bauen ein Haus daneben, weil Häuser kann man immer gut gebrauchen. Ja. So, komm mal her. Ja, wohin damit? Da liegt ja ein Stein rum. Stimmt, da liegen auch noch Steine. Gut. Das kann ja nur gut werden. Vielleicht. Die Leute, es gibt schon wieder eine Hochzeit zu feiern. Unser Haus hier ist fertig geworden. Unser Spezialhaus mit dem größeren Garten. Aber die ärgern sich, weil sie nichts zu essen haben. Ja. Regt euch nicht auf. Wir müssen hier möglicherweise vielleicht ein paar Marktstände hinmachen, weil die sonst sehr weite Wege haben. Und wir müssen hier auch ein bisschen Deko hinstellen. Ja, was heißt Deko? Also die brauchen das ja. Die wollen sich hier ausruhen hier. So. Wie wäre es, wenn ich auch so ein bisschen, ja, so ein Gazebo-Ding in die Mitte stellen?
paar Bäume noch daneben irgendwie. Das wäre doch nett, oder? Das wäre sehr nett. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich immer noch ein bisschen weiter gerätselt, was denn jetzt mit diesen verdammten warmen Klamotten ist. Mensch, der Winter kommt und wir brauchen warme Klamotten und ich habe keine Ahnung, wie wir die da reinbekommen sollen. Gut, es ist jetzt gerade so keine Arbeiterin da, weil die an der Ernte beschäftigt sind, aber trotzdem, also es funktioniert einfach nicht, dass irgendjemand diese Schafskinder, also Schafsfelder reinbringt. Was jetzt schon wieder? Sie wollen gerne Eier. Nein, brauchen wir selber. Salz. Nein, das behalten wir. Nein. Das kriegen die alles nicht. Oh, wir haben nicht mehr Sonnenblumenöl. Holala, ist ein Mist. Wir können uns allerdings theoretisch warme Klamotten verkaufen, was so bitter ist, weil wir das eigentlich selber haben. Die machen mich irre, ey. Gut, dann gucken wir mal da hinten, wie es aussieht. Ist da mittlerweile einer zugewiesen hier? Ja. Der holt Quicklime. Und macht daraus Leim. Genau, richtig. Und aus Leim können wir dann eben hier gerben. Und der Batch ist bald fast fertig. Super. Ja, das wollen wir eigentlich noch gucken heute. Was hier passiert im Oktober, nächsten Monat. Wenn die fertig getannt haben hier, gegerbt haben, dann kommt der Schafshaut raus. Schafsleder. Und vielleicht nutzen sie das dann. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht das nutzen, was wir schon haben. Ist das irgendwie nicht in Ordnung oder was? Versteht die Welt nicht mehr. Gut, wir warten mal noch, bis sie da hinten mit dem Gerben fertig sind. Und dann werden wir vielleicht schlauer sein. Ja, und während wir warten, würde ich sagen, machen wir so ein neues Dorfzentrum. Wir haben ja schon angefangen hier. Mit diesem Gazebo da in der Mitte. Bäume da drum rum. Und wir machen hier auch noch Marktstände hin. Sicher ist sicher. Da können wir Eier verkaufen und so ein bisschen Zeug, dass sie nicht so weit laufen müssen hier. Mal wieder. Kann auch langsam anfangen, dass man ein bisschen schöner, also immer ein bisschen Schönbau zu betreiben hier. So. Ich sag mal gleich mal zwei. So. Also, wobei das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal das Zeug rein. Eier. Wo sind die? Verdammt. Chicken Egg. So, halt, stopp mal. Chicken Meat. Ja, mit dem Käse. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Falls man das macht. Okay, jetzt haben wir hier mal ein bisschen was reingepackt. Feuerholz, Mehl, Kartoffeln und Schuhe. Und wir haben Äpfel, Eier, Chicken, also Hühnchenfleisch und Klamotten. Jetzt fehlt da noch eine Arbeiterin. Haben wir gerade anscheinend genügend da. Wunderbar. Also, das wird doch wohl werden hier. Wir sind jetzt tatsächlich im Oktober angekommen. Also fliegen wir mal schnell mal rüber. Gleich ist es fertig. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Leder. Doch nicht Leder. Jetzt macht das Sheepskin und holt das Zeug zusammen. Okay, er hat Leder gemacht. Ja gut, auch nicht schlecht. Leder ist natürlich, kann man auch gebrauchen, aber oh, ein halbes Jahr hat er jetzt gemacht, um Leder. Na gut, herzustellen. Gut, Leder brauchen wir trotzdem im Schuhmacher. Okay, ich habe unseren Schuhmacher gefunden. Er ist hier, der wird auch eingesetzt, außer er hat gerade, naja, er muss gerade ernten oder sowas. Und ja gut, der wird sich über Leder natürlich freuen und dann wird er eben Schuhe herstellen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, nur was... Ach, was willst du denn jetzt schon wieder? Junge, Junge, sie bieten alles Mögliche an. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was wir brauchen. Ja, komm, sollen wir mal ein paar verknackte warme Klamotten kaufen? Oh, es ist teuer. Wir kaufen 100. Ei, wir kaufen mal 200. Ach, so. Okay, nur falls irgendjemand unbedingt braucht, aber ach, das ist alles so ärgerlich. Leim behalten wir lieber. Rest behalten wir auch. Ja, es ist wirklich so ärgerlich, weil ich einfach nicht kapiere, warum die diese Schafshaut nicht benutzen. Gut, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht wisst ihr ein paar Tipps für mich. Die nehme ich gerne an. Und ich wünsche euch was. Macht's gut, bis übermorgen. Eure Lucida. Tschüss.